Komm schon, gib Gummi. Ich fahre eigentlich gerade echt durchgehend auf der Überholspur. Feiner Schacht, so wie es dir ist, eigentlich nicht. Aber es passt schon. Ich meine, noch muss ich nicht rüberziehen, noch muss ich nicht abbiegen. Also geht das noch. 132 Meilen noch. Heute wird es, denke ich mal, echt nur eine kurze Aufnahmesession geben. Ich meine, ich habe sowieso jetzt schon ein bisschen was im im Voraus aufgenommen für euch. Ich meine, wenn man überlegt, ne, zwischen der vorigen Aufnahme und der Aufnahme hier liegt schätzungsweise nur ein Tag. Mehr nicht. Liegt einfach daran, weil ich direkt einfach schon wieder Bock hatte aufzunehmen. Hey, Vorsicht. Ich bin auf der mittleren Spur, ich muss auf das Navi nicht achten. Ich frage mich nur gerade, warum wir vorhin auf 70 nur durften. Au! Nur weil da sowas wie eine Tanke war oder was? Würde mich dann doch schon ein kleines bisschen interessieren, warum das so war. Könnt ihr mal gerne in die Kommis schreiben. Upsa. Ich finde es immer wieder witzig, wie echt fast jede Fahrt, die ich habe, so im Dunkeln stattfindet langsam. Das macht die Thumbnails übrigens sehr eintönig. Ist das eintönig? Sie zeigen schon das eigentliche Gefahr, aber ich meine, es ist durchgehend fast nur im Dunkeln bei mir. Also, wäre mal schön, wenn wir auch mal wieder am Tag fahren würden. Vielleicht die nächste Fracht, ja. Das ist eine kleine Baustelle auf der anderen Seite, okay. Wir haben noch 75 Meilen, wir sind fast am Ziel. Finde ich krass. So lange, wenn ich mal gucke, haben wir gar nicht gebraucht. Ich wäre beinahe wieder zu schnell gewesen. Direkt erstmal auf 75 Meilen festgeklemmt. Dann fahren wir jetzt, denke ich, mal durchgehend hier auf der Autobahn. Falsch! Auf dem Highway. Das ist ja ein Highway und kein. Was ist das immer so? Ist ja ein Highway und keine Autobahn. Klar, irgendwie schon, aber in den USA sagt man ja Highway. Und das möchte ich dann auch schon so behalten, genauso wie halt auch nicht LKW gesagt wird, sondern Truck. Weil die LKWs in der EU sehen halt anders aus als hier in der USA. Deswegen betitel ich auch grundsätzlich alles als Truck. Auch sogar der eine Titel vom Video her steht Truck drin, obwohl ich erst LKW drin stehen hatte. Oh, das wisst ihr jetzt erst. Zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, steht längst Truck drin. Wieso fahre ich hier gerade so zickzack? Hallo, ruhig.
Ich fände es cool, wenn wir ein Level-Up machen würden, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde es nämlich immer cool, wie wenn man immer wieder was an seinem Truck austauscht, verbessert und so. Das ist schon, das ist an sich eine coole Sache, sowas. Ich meine, mein Hauptaugenmerk ist grundsätzlich klar, irgendwann einen anderen Truck zu besitzen. Nein, 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 nein. Ja, das war knapp. Da wäre ich jetzt beinahe umgekippt. Mal wieder so kurz vor Schluss passiert mir immer wieder irgendwas. Finde ich wieder interessant. Wie beim letzten Mal. Ich bin durchgehend gut gefahren und im letzten Meter oder kurz irgendwann vom Ziel bin ich ernsthaft gegen eine Leitplanke gerast. Da ist eine Abfahrt geclosed, okay. Ich wollte hier aber raus. Nein, Spaß. Da, ich sehe das Ziel im Navi. Yay. Dass ich in der Nähe einer Stadt bin, merke ich schon längst. Aber wir sind fast da. Erster Aufenthalt in Tulsa. Ich kann abbiegen. Coole Sache. Alter, meine Frames sind gerade ganz schön im Keller. Hier in Tulsa. Du Scheiße. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es an der... daran liegt, dass ich jetzt eine neue Mutter und habe, die noch irgendwie so ein Anhängsel mit drin hatte oder so. Ich habe zu schnell gebremst. So. Bam. Was haben wir denn da? Nein. Ja. Auch wenn das... So, wir müssen dahin. So. Wie gesagt, ich habe halt Überlänge. Nein, ich nehme die Laterne damit. Ja. Ja. So, Spiel, wenn du es jetzt... Danke. Schön, dass du es direkt realisierst. Wir haben den Auftrag vorbei, also durch. Wir haben auch direkt ein Level-Up bekommen. Und Fernfahrt. Anwenden. So, da
das könnte schief gehen. So. Ich bin diesmal rausgefahren, um nachzugucken, und es ist mir nicht schief gelaufen. Warum stehst du? Du darfst doch. Ich will doch nur hier abbiegen. So. Ich mach den Bagger vorne übrigens wieder ab. Weil der nervt mich doch ein bisschen. Zack. So, dann wollen wir erstmal gucken. Also, wir können aufrüsten. Können wir? Nein. Wir können ein stärkeres Ding setzen. Ha, ist das nice! Ach ja, eine neue Lackierung können wir jetzt ja machen. Wir haben ja ein bisschen mehr Money. Ich habe hier die festgelegte weiße Farbe nicht, okay? Nee. Das hier sieht doch recht schön aus. Ich glaube, das nehme ich. Oh, hier hinten haben wir jetzt die Möglichkeit. Ich finde immer nur Witze, dass er mir hierzu sagt, dass ich hier was Neues habe. Genauso wie hierzu. Oder dazu. Es könnte ja vorkommen, dass wir... Wobei, ja doch, es könnte sein, dass wir eine Oversize irgendwann mal fahren. Wir kriegen neue Reifen drauf. Och, ist das schön. Neue Schlappen. Oh, das ist nice. Da werde ich das finde ich geil. Oh ja, Bats. Und hier kriegen wir auch die neuen Schlappen. Das ist schön. Und wir wechseln auf Chrom. Oh. Ja, hier haben wir noch nichts. Aber hier wieder. Bats, erstmal bessere Schlappen und Chrom. Hier hinten haben wir sogar eine Möglichkeit. Jetzt können wir auf Weiß wechseln. Ja, komm, machen wir das einfach. Ist in Ordnung. Okay. Ja, und innen drin konnte man ja nicht... Ach, ich habe neue Lenkräder? Ja, hätte ich. Sieht drin sich recht interessant aus. Könnte man mal nutzen. So, wie gesagt. Du verschwindest wieder. Na. So, bam. Wir haben neuen schön aussehenden Truck und haben jetzt halt die Möglichkeit längere Fahrten zu machen. Das hier will ich mal anmachen. So, und dann können wir auch direkt mal nach einer neuen Fracht. Nein. Ich dachte, neuen Fracht suchen. Wir machen nämlich noch eine. Frachtmarkt. Nehmen wir Mississippi. Fahren direkt Reifen. Dann sind wir mal hier hinten. Das wäre mal eine Idee. Dann können wir ein bisschen weiter mal voran, nicht? So, wir haben etwas neuere Schlappen drauf. Und das ist schön. Und endlich mal ein größeres Fahrwerk mit einem größeren
Ich sehe nichts, danke. Klar, sind wir jetzt hinten vielleicht ein bisschen größer, also hinten etwas länger und so. Aber ich brauchte einen stärkeren Tank langsam. Es war nämlich langsam anstrengend. Wir fahren diesmal mal einen Kurt. Ne, mir wird lange angeboten. Ich denke mal, warte mal kurz. 25k. Wenn ich jetzt einen kleinen mache, sind es immer noch 25. Ja, komm, nehmen wir trotzdem. So, cool, was können wir denn hier ändern? Nee. So, wir nehmen den natürlich. So, wo steht er denn? Hinten. Okay. Unfall verursacht. Mein erster wirklich ja krasser also Unfall, der sogar gezählt wird. Nee, so komme ich da nicht dran. Ich muss das anders anfahren. Frage ist ja. Ich kann außen rum, ne? Ja. Alter, wie stark muss ich denn bitte einscheren, damit das klappt? Ich hänge an der Wand fest, ne? Komm schon. Na also. Meine Güte. Noch nie war es so schwer, hinten ranzusetzen. So. So, Maus, hast du dich jetzt reingekriegt? Danke. Ich kann nur noch 433, also muss ich safe einmal tanken. Also ist nicht einfach hier rauszufahren, das sehe ich schon. Oh, darf ich denn? Ja. Und ich würde ja sagen, wir fahren direkt an der Tanke vorbei. Außer die ist natürlich nicht auf meiner Seite. Das weiß ich jetzt nicht. So. Ich könnte die Tanke nehmen und da drehen und dann auf die Spur fahren, die ich muss. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann habe ich safe für die komplette Fahrt einen Tank. Also mache ich das mal eben. Nur kurz des Tankes willen. So, das Navi hat das auch gereilt. So, dann ziehen wir jetzt mal eben schön noch einen Tank hoch. Wir können ja jetzt locker mehr tanken. So.
Guck mal, wir können jetzt schon über 1000 Meilen fahren. Das ist so angenehm. So, damit können wir die 628 Meilen in Angriff nehmen, ohne einen Zwischenstopp.